andere Thema am Montag. Holger Kelch geht ins Sozialkaufhaus. Spitzenplatz für die BTU. Und Angst vor Zeckenplage. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Der neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Für viele ist es nach langem mal wieder eine 5-Tage-Woche. Aber nicht traurig sein, Pfingsten naht. Die Armut in Deutschland wird immer größer. Jeder Dritte kann sich laut Statistischem Bundesamt keine unerwarteten Ausgaben von 1.000 Euro leisten. Die materielle Not macht den Betroffenen zu schaffen. In Cottbus gibt es für die Hilfsbedürftigen seit neuestem eine Anlaufstelle. Im Sozialkaufhaus können Möbel und Elektrogeräte für wenig Geld gekauft werden. Oberbürgermeister Holger Kelch hat sich dieses Angebot jetzt auch einmal angeschaut. Holger Kelch ist im Beratungsgespräch. Der Cottbuser Oberbürgermeister will aber nichts kaufen. Er informiert sich über das soziale Engagement. Kelch hat sich bei einem Unternehmensbesuch im Sozialkaufhaus Help umgeschaut. Ich bin erstaunt, was alles so Menschen auch noch benötigen können. Das zeigt, welche Armut wir auch hier in der Stadt haben und wo es keinen Unterschied zwischen Deutschen oder Flüchtlingen macht. Zeigt aber auch, was alles benötigt wird, was die Leute auch hierher bringen. Und den Mut von Herrn Kern und seinen Mitarbeitern, sich diesen Aufgaben, diese Herausforderungen auch zu stellen. Und insofern bin ich froh, einmal, dass wir hier eine gute Möglichkeit der Wiederverwendung von wirklich noch brauchbaren Sachen hier haben. Das ist rundum hier zu sehen, ob es Möbel sind, aber auch elektrische Geräte. Seit ca. 2 Monaten hat das Sozialkaufhaus Help in Sachsendorf geöffnet. Der Verein Help 2007 e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Menschen, die an der Armutsgrenze leben, zu helfen. Hier im Kaufhaus gibt es hauptsächlich Möbel und Kleidung, aber auch Sachen zur Unterhaltung können gekauft werden. Alles wurde gespendet. Genau deswegen können die Sachen zu einem niedrigen Preis angeboten werden. Und das kommt gut an. Der Laden ist gut gefüllt und immer wieder kommen neue Kunden. Insgesamt 7 Mitarbeiter haben hier täglich zu tun. Es kommen jeden Tag Leute, die Beutel bringen. Ich habe hier noch was und ich habe da noch ausgeräumt und ach, ich brauche das auch nicht mehr oder ich muss mich verkleinern, ziehe eine kleinere Wohnung und das ist zu schade zum Wegschmeißen. Viele haben auch schon gesagt, oh, ich habe vor einiger Zeit musste ich so viel wegschmeißen. Hätte ich das gewusst, dass ihr hierher kommt, dann wäre es nicht so schade drum gewesen. Dass Leute hier gebrauchte Sachen abgeben können, ist aber nicht die einzige Dienstleistung von Help. Unter anderem helfen die Mitarbeiter beim Möbelauf- und Abbau. Sie liefern Möbel und helfen auch beim Umzug. Die Idee dazu hatte Rainer Kern. In Zusammenarbeit mit Help 2007 Magdeburg, der Zentrale, welche schon mehrere Kaufhäuser bundesweit betreiben. In Eigenregie haben wir das am 6. März hier gegründet. Die Sachen kommen aus der Bevölkerung, die sich dem aufgeschlossenen gegenüber gezeigt hat, uns einen Vertrauensbonus geschenkt, den wir uns tagtäglich erarbeiten müssen. Wer demnächst umzieht oder sowieso ein paar Sachen loswerden möchte, der kann ja bei Help vorbeischauen. Die Mitarbeiter holen sie aber auch selbst ab. Das eingenommene Geld geht dann an soziale Projekte. Viele Fußgänger sind ja bequem. Um das Ziel zu erreichen, wird meistens der kürzeste Weg genommen. In der Stadtpromenade sollten sie das lieber sein lassen. Durch die Arbeiten an der Flaniermeile ist der Trampelpfad entlang der Brachfläche gesperrt. Einige weichen dadurch auf die Schienen aus. Cottbusverkehr kann davon nur abraten, da die Straßenbahn und Busse in diesem Bereich schnell und im Minutentakt unterwegs sind. An der Stadthalle wurde erst in der letzten Woche eine unachtsame Fußgängerin von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt.
Die BTU Cottbus-Senftenberg ist weiterhin auf Erfolgskurs. Einige Lehrstühle haben Bestwert erhalten. Um welche und um was für eine Auszeichnung es sich dabei handelt, zeigen wir in den Kurznachrichten. Spitzenplatz für die BTU. Die BTU Cottbus-Senftenberg schneidet im aktuellen Hochschulranking des Zentrums für Hochschulentwicklung sehr gut ab. Für die Fächer Informatik und Pflegewissenschaft gibt es Bestnoten. Cottbus gehört damit zur Spitzengruppe, zu der auch die Technische Universität München, die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und das Karlsruher Institut für Technologie gehören. Auch die Studiengänge Landnutzung, Wasserbewirtschaftung und Mathematik haben gute Ergebnisse erzielt. Akute Waldbrandgefahr. In Brandenburg gilt in fast allen Landkreisen die Waldbrandgefahrenstufe 5. Das ist die höchste, die ausgerufen werden kann. Das trockene Wetter und die Warmtemperaturen der letzten Woche sind die Gründe dafür. Das Betreten bestimmter Wälder wurde durch die Forstbehörde verboten. Branitzer Park bekommt neue Bänke. Die Stiftung Fürst-Pückler Museum Park und Schloss Branitz kauft 4 historische Parkbänke. Sie werden aus den anteiligen Eintrittspreisen des Gartenfestivals finanziert und kosten insgesamt 8.000 Euro. Die Bänke können zum Gartenfestival am 26. und 27. Mai schon einmal Probe gesessen werden. Sie werden danach in den Park gestellt, weitere sollen folgen. Im Wasserturm wird es wieder musikalisch. Die LWG lädt übermorgen zu einem Musikabend ein. Der Kinder- und Jugendchor des Staatstheaters Cottbus spielt ab 19 Uhr. Zu hören gibt es einen Mix aus deutschen und internationalen Liedern sowie Einzelbeiträge auf verschiedenen Instrumenten. Für die jungen Musiker ist es das erste Konzert mit eigenen Stücken. Der Eintritt ist frei, Einlass ist am Mittwoch ab 18.30 Uhr. Sind Sie auch ein Zombie? Laut dem Langenscheid Verlag zählen Jugendliche diejenigen darunter, die ständig am Handy hängen. Ob Online-Banking, Bilder posten oder Nachrichten checken. Telefonieren war gestern. Das Smartphone ist inzwischen der Alltagsbegleiter. Auch LTV mischt in den sozialen Medien überall mit. Wie, Sie folgen uns noch nicht? Dann wird es aber höchste Zeit. Seit 25 Jahren sind wir nun schon für Sie unterwegs. Jeden Tag gibt es eine neue Sendung LTV aktuell und das ganz bequem nach Hause auf den Fernseher. Aber auch LTV geht mit der Zeit. Die Mattscheibe ist schon lang nicht mehr das einzige Medium, über das wir unsere Nachrichten verbreiten. Seit 5 Jahren gibt es jetzt schon unsere Facebook-Seite. Hier posten wir die aktuellen Themen des Tages, Beiträge und aktuelle Nachrichten. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es auch hin und wieder Blicke hinter die Kulissen und unseren LTV-Reporter Nando in allen Lebenslagen. Seit Anfang des Jahres haben wir unser Social-Media-Angebot noch erweitert. Über WhatsApp schicken wir zum Beispiel immer die aktuellsten Informationen an euch raus. Hier bekommt ihr sie am schnellsten. Um ein Teil des Verteilers zu werden, sendet einfach eine kurze Nachricht an die unten eingeblendete Nummer nach dem WhatsApp-Zeichen. Auf Instagram könnt ihr sehen, wo wir gerade drehen, was auf einem Dreh so passieren kann und wie das Leben in unserem Sender aussieht, der LTV-Alltag in Bildern. Wer also die schnellsten News aus Cottbus haben möchte, sehen will, wie wir arbeiten und wen wir beim Drehen alles so treffen und darüber hinaus unsere Beiträge kommentieren will, der sollte uns auf unseren Social-Media-Accounts verfolgen und natürlich liken nicht vergessen. Sie können übrigens Social-Media-Geschichte schreiben. Auf Facebook haben wir bei den 10.000. Like. Aktuell sind es 9.896 Gefällt-mir-Angaben. Stand zumindest, während ich es gerade verkünde. Auf Instagram knacken wir fast die 1.000er-Marke. Also folgen und liken Sie uns, so kriegen Sie sofort die News auf Ihr Handy. Eine solche Nachricht wäre zum Beispiel, dass die Zahl der Zeckenbisse in Brandenburg steigt. 135 Fälle wurden bis Anfang Mai gemeldet. In Cottbus glücklicherweise kein einziger. Trotzdem ist das kein Freifahrtschein, sich nicht impfen zu lassen, denn gerade bei einem Spaziergang kann es sie erwischen. Die in Deutschland am häufigsten vorkommende Schildzecke lebt im Freien. Vorzugsweise an Waldrändern, an Lichtungen oder an Bächen. Sie bewegen sich am Boden, im hohen Gras oder in Gebüsch und Unterholz. Jedes Jahr kommt es im Frühjahr zu vermehrten Zeckenstichen. Mediziner und Mikrobiologen, wie hier am Karl-Thien-Klinikum in Cottbus, sind ständig damit beschäftigt, herauszufinden, welche Erreger übertragen wurden. Also auf einer Wiese, die
wochenlang nicht gegossen worden ist und von der Sonne ausgetrocknet ist, kann eine Zecke in der Regel nicht überleben. Aber am Waldrand, in nicht gemähtem Gras, im unteren Bereich, bildet sich ein Mikroklima, wo diese Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Im Wald, wo Laub liegt, am Flussufer, wo Gras steht, dort lebt die Zecke. Und wenn ich dort eindringe, kann sie auf den Körper übergehen. Nachdem die Zecke sich vom Grashalm oder Busch abstreifen ließ, sucht sie auf ihrem potenziellen Wirt eine dünnhäutige, feuchte und gut durchblutete Stelle zum Blutsaugen. Eine Zecke sticht zu an einer Stelle, die feucht ist. Das wäre also, jeder weiß es, wenn er schwitzt, wo er am meisten, am schnellsten feucht ist, die Achselhöhlen im Schritt in den Kniekehlen. Dort würde sie sich erstmal versuchen anzusiedeln, um dann längere Zeit saugen zu können. Die Zecke sondert bereits während des Stechens mit ihrem Speichel ein Betäubungsmittel ab, das die Einstichstelle betäubt. Deshalb spürt man Zeckenstiche nicht, auch wenn der Stechapparat der Zecke wesentlich größer und gröber ist als beispielsweise der Stechrüssel einer Stechmücke. Rausdrehen ist das Sinnvolle, weil die Zecke sich mit einem biologischen Zement in der Haut fixiert. Und wenn man sie zieht, reißt man den Stichapparat vom Körper ab und der kann dann immer noch Flüssigkeit in den Körper abgeben. Also Zeckenzangen gibt es, Pinzetten oder auch solche Zeckenhaken. Runterfahren zwischen den Rumpf und der Haut und dann durch drehende Bewegung aus der Haut herausnehmen. Ja. Zecken gibt es seit 350 Millionen Jahren. Im Laufe der Evolution haben sie sich kaum verändert. Der Grund? Schon von Anfang an waren die Zecken vor allem mit einer Fähigkeit ausgestattet. Sie sind zäh. Sich vor Zecken schützen, das gilt auch für meine Kollegen. Die sind morgen nämlich in der Natur unterwegs. Für sie geht es zum Beispiel in den Tierpark. Was sie dort erleben, zeige ich Ihnen morgen Abend. Ich zähle auf Sie. Machen Sie's gut. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Finden Sie noch schneller Ihre neue Wohnung mit der EG Wohnen App. Holen Sie sich mit dem EG Wohnen Wohnungsfinder aktuelle Angebote direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Angebote nach eigenen Vorstellungen filtern. Brandneues erhalten Sie über Push-Nachrichten. Mit dem integrierten Terminplaner verpassen Sie keinen Besichtigungstermin. Jetzt runterladen im App Store oder bei Google Play. Also eigentlich müsste das für die Tiger hier ja total kalt in Cottbus sein. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kämmerling? Nein, wir heizen ja hier mit dem Erdgas von den Stadtwerken Cottbus. Aha. Erdgas für Cottbus. Stadtwerke Cottbus. Ich glaube, ich würde mir was zu essen holen. Wahrscheinlich für Urlaub ansparen. Ich glaube, ich würde mir einen schönen Wellness-Tag machen. Mit den 70 Euro würde ich mir wahrscheinlich heute neue Fußballschuhe kaufen. Mit 70 Euro würde ich mir eine kleine Reise planen. Wer heute nicht schlafen kann, der kann sich zumindest auf eine sternklare Nacht freuen. Es bleibt trocken und es wird mit 15 Grad recht angenehm. Allerdings kann es hier und da etwas windig werden. Der Dienstag zeigt sich zunächst noch einmal von seiner schönen Seite. Zum Start in den Tag gibt es viel Sonnenschein, gegen Mittag zieht es sich leicht zu und es wird erneut windig. In der Nacht wird es dann ungemütlich, es fängt zu regnen an, die Höchstwerte liegen bei 22 Grad. Ab Mittwoch ist mit dem Sommerwetter dann erstmal Schluss. Der Morgen beginnt mit Regen, dieser lässt im Laufe des Tages nach.
Doch es kühlt sich ab. Mit 15 bis 19 Grad ist zu rechnen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.